Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Jetzt wird's ernst. Mein Name ist Virginia Ernst. Mein Name ist Dorothea Ernst. Und mit dem heutigen Thema, hey, ich kann nicht mehr. Warum ist uns das ein Anliegen zu kommunizieren? Weil in der Social-Media-Welt wahrscheinlich auch vieles vielleicht nicht falsch wahrgenommen wird, aber du zeigst dich natürlich auch irgendwo von deiner besten Seite. Und ich glaube, es war für dich auch sehr wichtig, dieses Thema heute anzusprechen mit, hey, ich kann nicht mehr im Allgemeinen, ja, weil wir sind auch nur Menschen, die mit heißem Wasser kochen, ja, und auch uns ist es einfach zeitweise viel zu viel. Und für dich vor allem, glaube ich, das Mama-Sein jetzt mit zwei Kiddies, weil, to be honest, wir haben es ein bisschen unterschätzt, mit zwei Kiddies jetzt so unterwegs zu sein, als auch irgendwie den Ablauf genauso zu meistern wie nur mit einem Kind, oder? Es ist anders. Ich merke, es braucht seine Routine. Gerade am Anfang ist man, glaube ich, so überfordert, weil man die Situation halt auch irgendwie nicht kennt. Und jeder Anfang ist schwer, bis sich das alles irgendwie so einpendelt und man so seine Routine auch bekommt mit den Kindern gemeinsam. Es wird, aber es stimmt schon. Es ist, man geht schon manchmal so an seine Grenzen. Es ist, ich spüre es vermehrt schon, dass ich schon an meine Grenzen irgendwo gehe, weil ich arbeite sehr viel, ich mache sehr viel, probiere auch noch den Sport irgendwie reinzudrucken, ja, versuche auch auf verschiedenen Events zu sein. Also ich mache nicht nur Social Media oder wir machen nicht nur auch den Podcast, sondern wir haben auch den World Women's Day, den wir veranstalten jährlich. Das ist eine jährliche Aufgabe. Wir haben zwei Kinder, die uns sehr einnehmen. Ja, und einen Hund. Einen Hund, der auch natürlich seinen Auslauf braucht. Also ich bin da schon auch zeitweise, auch was das, sage ich jetzt einmal, jobmäßig, weil du bist ja in Karenz eigentlich. Sitzt nur heute mit mir da beim Podcast. Ja, mit dem Kleinen, nur heute. Ja. Und es ist schon zeitweise, würde ich schon gerne rausschreien, hey, ich kann zeitweise einfach nicht mehr. Und es ist schon ein gewisser Leistungsdruck da und ich komme aus dem Sport, ich weiß, wie es ist, dass man immer voll Gas geben möchte, aber ich glaube, es ist auch zeitweise total okay, wenn man sagt, ich kann einfach nicht mehr. Wie siehst du das? Weil ich glaube, du als Mami, also hauptsächlich als die Mama-Person, hast auch diese Phasen. Ich glaube, jeder hat irgendwo, irgendwann diese Phasen und es gibt ja auch unterschiedliche Bereiche, wo du es haben kannst, ob es im Job ist, ob es privat ist, ob es auch für sich selber manchmal einfach das ist, dass du halt selbst für dich sagst, du hast irgendwie gewisse Anforderungen an dich selbst, wo du dich unter Druck setzt. Ich merke das oft bei dir, dass du an dich selbst einfach wahnsinnige Anforderungen hast und wenn du das dann nicht erreichst, ist das ein Stressfaktor halt einfach auch. Ja, ja, ich bin ein wahnsinniger Routinemensch und ich habe so meine Abläufe. Also ich weiß nicht, ob es anderen da draußen genauso geht, aber wenn irgendwas von dieser Routine durcheinander gebracht wird, ja, ist mein ganzer Tag eigentlich für den Arsch. Ja. Da ist alles so, nicht so wie in der Routine. Das ist so, wie soll ich sagen, es ist auch ein bisschen eine, ich habe jetzt letztens was gegoogelt, Trainingssucht. Ja, das gibt's wirklich. Ja, sicher. Ich glaube, es gibt alles. Es gibt alles, ja, und meine beste Freundin, wir reden und tauschen uns immer so immer wieder aus, dass diese Trainingssucht schon was Psychisches mit dir macht. Mhm. Ja, wenn du dein Training in der Früh jetzt nicht absolvierst, dann hast du nicht diese Endorphine. Das ist ja wie eine Droge, die dir diesen gewissen Kick verleiht. Und wenn du das nicht tagtäglich hast, dann hast du ein Down. Es ist bizarr. Ja, weil ich hätte mich da nie so rein quasi. Ich hätte niemals die Idee gehabt, dass ich so bin, ja, bis ich wieder mal krank worden bin und mir gedacht habe, warum habe ich jetzt so ein arges, schlechtes Gewissen, dass ich jetzt krank bin und 3 Tage lang nichts trainiert habe. Ja, und ich habe gehustet, das weißt du, und ich wollte schon trainieren und du sagst mir dann noch so,
ich glaube, es wäre besser, wenn du das heute sein lässt. Ja? Und ich werde dann immer total grantig, weil ich brauche meine gewisse Routine. Und ich glaube, dieser Druck ist auch irgendwo von der Außenwelt erschaffen und ich habe es dann irgendwo zugelassen. Meinst du beim letzten Mal, wo du krank warst? Ja. Das stimmt, das sind dann immer, bui, das ist so. Ja, das ist ein Wunderpunkt. Da muss ich irgendwo mich verstecken gehen. Ja, aber es gehört zu dem quasi dazu, hey, ich kann nicht mehr. Und ich bin der Kandidat dazu, dass mein Körper mir das dann zeigt. Ich sage nicht von alleine, hey, ich kann nicht mehr, sondern mein Körper zeigt mir dann die gewissen Anzeichen. Es ist genauso wie mit den Panikattacken. Die sind halt psychisch belastet. Ja. Aber das ist, mein Körper zeigt mir das immer, dass irgendwas jetzt ist zu viel, Virginia. Und ich glaube auch oft, dass das halt einfach der Körper, man zeigt einem sehr, sehr gut, wenn es einfach auch mal genug ist. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein Phänomen, um runterzuschrauben, wenn du krank wirst, dass du halt auch einmal dir diese Ruhe gönnst, dass du dich halt hinlegst und sagst, ich brauche jetzt die Ruhe, ich muss mich ausrasten, ich muss wieder gesund werden. Ja? Das Psyche und Körper, glaube ich, spielen sehr, sehr viel miteinander zusammen. Die spielen hundertprozentig zusammen. Und ich bin halt der Meinung, dass halt wir haben leider Gottes bei uns einen wahnsinnigen Leistungsdruck und das Erste, was du halt machst, ist zum Hausarzt gehen, dir wieder irgendwie ein Antibiotikum oder irgendwas verschreiben lassen. Ja, das machen wir nicht. Nein, wir nicht jetzt, aber viele. Mhm. Weil du halt eben diesen Leistungsdruck hast, ja, du musst immer überall bereit sein, zu jeder Zeit. Ja, ich merke es auch in meinem Business irgendwo. Die Leute sind alle auf jeden Tag was anderes und irgendwo muss ich natürlich dem auch standhalten. Ja? Und du willst Leistung erbringen, du willst natürlich weiterkommen im Leben. Ja? Man hat eine Familie zu ernähren, man hat einen Job zu machen irgendwo. Und natürlich, du hast auch natürlich Follower, die etwas auch irgendwo erwarten. Ja, das ist selbstverständlich, weil das hast du, zum Beispiel ich habe mir das jetzt über die letzten 2 Jahre extrem aufgebaut und eine gewisse Routine reingebracht, aber ich könnte jetzt in näherer Zukunft nicht sagen, so quasi, hey, ich werde jetzt weniger machen, weil es mich immer mehr dazu verleitet, mehr zu machen, weil es mir natürlich auch Spaß macht. Aber ich merke, dass körperlich, vor allem jetzt auch Zuwachs in der Familie, also hätte ich nur die Berufung und wäre quasi Single, dann wäre das ja absolut überhaupt kein Thema. Aber so ist es schon zeitweise schwer, weil ich ja doch auch um 5:30 oder um 6 aufstehe, mein Training mache, dann dir mit den Kleinen helfe, dann fange ich schon an zum Arbeiten, am Abend gehen wir zeitweise noch auf ein Eis, weil es so warm ist draußen, ja. Und irgendwann sagt der Körper halt dann auch Stopp. Und ich habe schon mehrere Leute erlebt und es gibt auch ein paar, die oder einen, der schon mehrfach ins Burnout gelaufen ist, ja. Und das will ich halt gar nicht. Obwohl ich ein Mensch bin, der über das Maß hinaus einfach zeitweise arbeitet und Sachen tut, versuche ich dann schon in meinen Körper irgendwo hineinzuhören und zu sagen, okay, Virginia, jetzt kommst du mal zur Ruhe. Das Wichtigste ist, dass du es einmal selbst erkennst, damit du was daran ändern kannst, damit du auch nach Hilfe fragen kannst, weil es kann dir jemand anderes sagen, bitte geh die Hilfe holen, geh zum Psychiater, was auch immer. Wenn du das ablehnst, wirst du auch nicht diese Hilfe annehmen können. Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber für manche ist es verdammt schwierig, um Hilfe zu bitten. Ja, weil es ihnen unangenehm ist. Das ist ein sehr unangenehmes Thema und ich glaube, man versucht natürlich selbst da mal drüber hinwegzuschauen und schauen einmal, was daraus wird. Und ich bin definitiv so ein Kandidat, der halt dann alle Zustände bekommt, ja, wenn dann alles zu viel ist. Mhm. Wenn das Fass überläuft, dann will Psyche und Körper gar nicht mehr. Ich finde es halt wahnsinnig schwierig, weil es ist wie ein Strudel eigentlich, ja, weil du committest dich irgendwie dazu, dass du sagst, mir geht's nicht mehr gut, ich kann nicht mehr. Und dann kommt der Nächste her und sagt, ah, geh bitte. Ja. Ich meine, andere Probleme. Es ist ein ganz typisches Beispiel, gerade wenn man das auf so junge Leute irgendwie auch bezieht. Ja.
die oft schon in einem Burnout landen. Und in einem Burnout kommst du schneller mal rein oder in einer Depression allgemein. Wo dann oft Leute sagen, derjenige ist ja noch voll jung. Der jetzt schon Burnout, so jung, das hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Eine Depression grundsätzlich hat nichts mit dem Alter zu tun. Und auch nicht, was du tust, ob du viel machst oder wenig machst. Jeder hat ein eigenes Level. Mhm. Ja, erinnere dich, Mama sein ist auch nicht immer easygoing. Ja? Und da clashen wir auch manchmal, bis ich dann vielleicht auch manchmal ja auch weinend vor dir sitze und ich sage, ich kann nicht mehr. Mhm. Ja? Weil mir halt auch manchmal alles zu viel ist und dann kommt halt so quasi... Ja, du bist ja eh nur mit den Kindern, aber nur mit den Kindern sein ist oft auch eine wahnsinnige Herausforderung, wie du auch selber oft mitbekommst. Ja? Du merkst es dann eh dann auch selber schnell, dass das vielleicht auch der falsche Ansatz ist, weil viel drumherum passiert. Aber gerade an die Mütter da draußen, die oft schon an ihre wahnsinnigen Grenzen gehen und sich einfach nicht sagen trauen, was ich sehr oft höre, ist eben dieses, und das... Da bin ich ehrlich, das hält mich manchmal auch zurück, zu sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche bitte Hilfe mit den Kindern, helft mir, nehmt mir einfach einmal den Ältesten ab, dann wäre das schon so ein bisschen eine Entlastung. Dieser Satz, du wolltest ja die Kinder, du wolltest das ja, du wolltest Mama sein. Und das lässt mich dann immer so innehalten und sagen, darf ich jetzt nach Hilfe bitten? Weil ich ja Mama sein wollte, darf ich sagen, ich kann nicht mehr. Ich hätte gerne mal einen Tag Me-Time. Also es ist ein schwieriges Thema irgendwo, weil wie du schon gesagt hast, wir clashen da auch aneinander zeitweise. Und das ist auch normal. Ich glaube auch, dass wir vor allem jetzt, die letzten 6-7 Wochen, extrem an unsere Grenzen gehen. Extrem sagen, wir können nicht mehr, weil einfach alles... viel geworden ist, ja, der Leistungsdruck ist viel geworden, die Kinder sind viel geworden, aber trotzdem, wir würden nichts auf der Welt tauschen wollen, ja. Nein. Ich denke mir, diese Diskussionen, diese Streitereien, die wir zeitweise haben, wenn alles zu viel ist, ist ja auch total legitim, das hat eine Beziehung, ja, und manche trennen sich vielleicht aufgrund dessen, weil sie einfach nicht mehr miteinander können. Ich sehe das halt so, dass... Warte ganz kurz. Ja, ich sehe das so, dass wir gemeinsam etwas durchmachen und einen weiteren Schritt machen. Weil als Erster kommt Chaos, als Erster kommt der Regen, Blitz und Donner. Dann schüttet es runter und dann kommt erst wieder der Sonnenschein. Ja. Und es ist gerade eine sehr, sehr umbruchsvolle Zeit. Also das hat nicht nur meine Schwester, die Kinesiologin ist, gesagt, sondern auch unsere Apothekerin. Ja. Irgendwas ist da mit der Sternenkonstellation, da muss man jetzt dran glauben oder auch nicht. Ja. Aber nachdem wir zwei sehr sensible Menschen sind, bekommen wir das im Umfeld auch sehr mit, dass es gerade sehr eine sehr angespannte, depressive Situation da ist. Das ist es sicher. Also ich will jetzt gar nicht, dass du mich da falsch verstehst, ja, dass du sagst so quasi, dass du nichts dazu beiträgst, aber ich meinte damit einfach auch, um das jetzt noch einmal abzuschließen und aufzuklären, dass du halt mit deinem Stresslevel beschäftigt bist und ich, meine Aufgabe ist es jetzt Mama zu sein, auf die Kinder aufzupassen und dadurch ist das mein Stresslevel. Ja, weil ich könnte das nie so mastern, wie du das masterst. Ja. Genauso wie ich deine Sachen nicht meistern kann. Ja. Du arbeitest wahnsinnig viel und hast deinen eigenen Stress und kannst aber vielleicht, das merken wir eh manchmal, mehr dieses Drumherum aushalten. Die Leute, den Job, die Arbeit, die Dinge, die du tust, als ich. Oder anders. Mhm. Und ich finde es auch normal, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Jeder hat so seinen eigenen Pegel. So wie ich bei der letzten Folge auch erwähnt habe, ich war kein Kind, das gerne am Spielplatz gegangen ist, weil mir einfach diese Eindrücke zu viel waren. Und dadurch erreiche ich schneller mal dieses Stopp, ich kann nicht mehr, mir ist das jetzt zu viel, ich muss mich jetzt zurückziehen. Mhm. Zu viele Eindrücke, das kann mein Kopf nicht verarbeiten. Und da gehst du ganz anders damit um. Jetzt ist es natürlich klar, dass es auch Leute im Job gibt, die wahnsinnig viel leisten und noch immer weitermachen können. Und dann gibt es andere, die das nicht so
erbringen können und dadurch werden sie aber auch gleich abgestempelt von, sie erbringen nicht ihre Leistung. Man kann auch in einen Menschen nicht reinschauen, weil wenn man, was vielleicht ein Mensch in der früheren Zeit schon erlebt hat im Leben oder private Sachen hat und die Hand haben muss, ja, man bezieht das ja dann gleich immer auf den Job, wenn ein Burnout ist und man sagt, ja, der ist schon wieder ein Burnout oder der ist im Burnout. Mhm. Aber ein anderer weiß ja gar nicht, was bei dem eigentlich oder bei derjenigen alles abläuft. So ob finanzielle es, ja. Probleme, ob, ich meine, wenn eine stressige Zeit ist, ganz ehrlich, regt mich schon allein auf, wenn irgendein Nagel aus der Wand fliegt. Ja, so unnötige Handgriffe, die man machen muss. Es ja. ist, da regt einen, glaube ich, alles auf. Jeder, ja. Jedes Fusselteilchen am Boden. Ist eh normal. Ist vollkommen normal. Aber weißt du, was ich jetzt in letzter Zeit mache? Ich probiere echt diese Dinge. Und wir haben einige Sachen, die schon sehr am Existenzminimum arbeiten. Unser Handstaubsauger zum Beispiel, der jedes Mal auseinanderfliegt. Ja. Und jedes Mal nehme ich den raus und der fliegt mir raus und der ganze Schmutz ist am Boden. Und ich probiere echt, ich probiere echt durchzuatmen und zu sagen, okay, ich bin jetzt ruhig. Ich rege mich jetzt nicht unnötig auf. Ja. Aber hey, Weihnachten ist bald. Ja, das außerdem. Das sind die ab 30 Wünsche. Einen Handstaubsauger, einen wirklich mit viel Watt, ja, ja. dass der alles aufsaugt. Aber ja, ich probiere, mir wird das ja dann, vielen Leuten ist das ja gar nicht so arg bewusst. Ja, aber jetzt, seit ich die Aufmerksamkeit drauf gelegt habe, was lachst du schon wieder? Zeitweise. So wie Tampo. Okay. Die Aufmerksamkeit. Ja, da probiere ich echt dann schon die Aufmerksamkeit drauf zu legen und es stresst mich ja nur noch mehr, wenn ich mich aufreg. Ja, aber es ist ja genau das. Deswegen, da pocht mein Kopf. Ja. Ist aber eine gute Erkenntnis, nein, mein Schatz. Nein, das wollte ich dir nicht so sagen, weil ich selber damit zu kämpfen habe. Nein, aber ich muss dir schon sagen, du bist schon in manchen Dingen viel gechillter geworden. Ja, und regst dich nicht mehr so auf. Ja, weil ich das Wenn auch. Ist es nur ganz kurz ein Aufreger und ich denke mir, oh Gott. Und dann bin ich so geschockt, dass es dann einfach weg ist. Es ist so gechillt und plötzlich, ich denke mir, was läuft gerade falsch? Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube, das ist auch das zweite Kind, weil du kannst... Warte, dann brauchen wir ein drittes! Ding, 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 Pension für heute schon erreicht. Nein, aber also, ja. Ich glaube, Kinder verleiten schon dazu, dass du einfach dich weniger aufregst, weil du könntest dich im Grunde über alles aufregen. Ganz ehrlich, ich glaube, da stimmen dir jetzt nicht alle zu. Wieso? Ich weiß nicht. Es wird genau Hälfte wahrscheinlich sein, aber Kinder reizen alles aus, aber du kannst dich ja nicht ständig aufregen. Das tue ich auch nicht. Also ich tue es nicht. Du nicht. Ich hab aufgehört damit oder habe es versucht. Ich mache es nur dann, wenn ich merke, okay, ich muss jetzt einmal meinen Stresspegel in mir Luft machen. Dann kriegst du eh alles ab. Nein, ich krieg's ab. Nein, der Große vielleicht der auch Große noch. Der Große auch noch ein bisschen, aber bei dem... Siehst du, der lacht dich dann an. Hängt so an einem Faden an dir. Lacht dich dann an. Diese Momente, gell? Furchtbar. Eine Situation, nein, muss ich kurz dazwischen erzählen. Nein, sagst du gar nicht. Nein, das hat nichts mit dir zu tun, okay. Aber da bin ich ihm drüber gefangen. Ich glaube, das war vor ein paar Tagen, wo er mir wirklich, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er ist dann auf der Couch gelegen und wir schauen uns wirklich... Ah, ja. Tiefgründig. Irgendein Blödsinn hat er wieder gemacht. Und wenn ich einmal lauter und strenger werde, passiert selten, ja, weil ich immer so eine liebliche, hörst du jetzt bitte auf, ja? So wie deine Mama. Ja. Zu ihrem Hund. Aus. Aus jetzt. Nein, lass das. Spring nicht auf mich. Aber da bin ich, wenn ich dann einmal drüber fahre, ich habe einen strengeren Ton gehabt, ja, und wir schauen uns tief in die Augen, der Kleine und ich. Und ich bin ihm vorher drüber gefahren, oder? Und da kommt nur ein so von ihm, nämlich. Und du, anstatt dass du mir Rückenwind gibst, hast du selber gelacht auf der Seite. Und ich konnte nicht mehr, ja? Er hat dann Ellie. Er bringt uns einfach immer zum Lachen. Auch in den schlimmsten und wirklich strengsten Situationen kannst du nicht beinhart bleiben. Das Schlimme ist halt bei Kindern. Und ich glaube, das hat jeder Elternteil schon einmal erlebt, wenn nicht sogar mehrmals. Das Ding ist, dass du versuchst nicht zu lachen, um diesen
Respekt oder wie sagt man, diese Anerkennung halt nicht zu, ja, eigentlich Respekt zu verlieren, oder? Ja, den habe ich nicht. Halt, dass das Kind einfach diesen Respekt vor dir auch hat und dich auch ernst nimmt. Und sobald du lachst, ist es gelaufen. Ja. Du hast gelacht. Sorry, ich habe mich weggedreht. Ja, aber es war aber er macht ja schon Sachen, da kannst du nicht nicht lachen. Ja, aber wir haben wirklich sehr tiefgründig uns in die Augen geschaut und er hat ganz genau gewusst, er hat jetzt einen Schastrat. Ja. Und dann fängt er plötzlich an so mit so einem, na, so ein Lasebub. Ja, da war schon spät am Abend. Ja, es war schon spät am Abend, wir waren beide schon sehr fertig. Wir wollten einfach unsere Zeit schon haben. Um nochmal auf das Burnout zurückzukommen. Wie merkt man das eigentlich, dass man im Burnout ist? Wie weiß man bei sich selbst, okay, jetzt ist es genug? Also ich glaube, es zeigt sich, es gibt so Punkte, die sicherlich bei allen gleich sind. Aber doch ist es bei jedem unterschiedlich. Ich kann nur aus meiner Erfahrung reden. Also bei mir hat sich's immer bis dato so geäußert, dass ich einfach so antisozial werde. Ich will niemanden sehen, ich will niemanden treffen halt. Und das ist oft schon auch die engste Familie. Ich brauche niemanden um mich. Ich möchte am liebsten eigentlich nur alleine sein, im Bett schlafen. Antriebslos. Ja, recht antriebslos. Und vor allem, man hat keine Lust auf Sachen. Ja. Ich weiß nur, ich habe auch so eine Phase gehabt, da bin ich aus Schweden zurückgekommen und habe nicht gewusst, wohin mit meinem Leben, weil da habe ich weder die Musik gemacht noch irgendwas. Und ich war wahnsinnig müde. Ich habe einfach nur geschlafen. Ja. Ich bin aufgestanden, genau zum Training gegangen und dann bin ich wieder ins Bett und habe mich schlafen gelegt. Und ich war damals bei einer Freundin, ja. Und das war einer der wenigen Male, wo ich außer Haus gegangen bin und ich bin bei ihr daheim gewesen und sie hat gesagt, na, gehen wir heute am Abend noch was trinken. Und ich habe gesagt, du, ich habe momentan einfach keine Lust. Und da war ich 22, ja. Und ich wusste nicht, was los war mit mir, ja. Und sie hat gesagt, dann musst du dich einfach dazu zwingen. Ja. Und das hat mir so viel gebracht. Mhm. Und das hat man wirklich diesen Antrieb wiedergegeben, weil ich einfach nicht versumpern wollte, weil ich war Anfang 20, ja, und habe nicht gewusst, was los war mit mir. Ich habe keinen Appetit gehabt, ich war müde, ich habe, so wie du gesagt hast, Antriebslosigkeit. Ich habe genau Kraft gehabt fürs Training und bin dann wieder heimgefahren. Und es war schon verbunden mit einfach vielen Depressionen, weil ich nicht gewusst habe, wohin im Leben. Und es war sicherlich auch ein, weil ich kein Ziel hatte. Mhm. Dieses gewisse Ziel. Und ich möchte einfach kurz erwähnen, warum ein Ziel in meinen Augen oder auch in unseren Augen einfach so wahnsinnig wichtig ist, weil man braucht Ziele im Leben. Und ich habe schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, dass das Leben ein Spiel ist und man muss dieses Leben spielen. Und jedes Spiel hat ein Ziel. Und umso höher man dieses Ziel setzt, umso mehr kann man daran arbeiten und umso mehr hat man auch den Blick nach vorne. Wenn man kein Ziel hat im Leben, für was quasi wirklich jetzt hart ausgedrückt, für was lebt man? Ja, oft ist es ein verfehltes Ziel auch. Genau. Ja, also wenn es das Falsche ist, wo du glaubst, das macht dich glücklich. Es ist ja auch irgendwo, in so einer Depression verlierst du ja die Freude am Leben grundsätzlich, ja. Und das ist ja eigentlich das Ausschlaggebende, finde ich auch. Freude an dem zu haben, was du tust, was du arbeitest, privat, dass du auch da Freude hast irgendwo. Und das würde ich einmal auch hinterfragen, ob es wirklich das ist, was dir Kraft und Energie gibt. Ich glaube, das ist auch das, was mich angesporen hat irgendwo, weil ich habe jahrelang so viel Kraft und so viel Energie in die Musik investiert und irgendwann ist mir die Kraft einfach ausgegangen und ich habe einfach gesagt, es muss sich jetzt einfach was verändern, weil ich liebe die Musik, aber es kann so nicht weitergehen, weil wenn du jedes Mal Abwertung kriegst, ja, jetzt nicht von
den Zuhörern oder sowas, sondern von Radiostationen, von Labels, ja, die glauben, die wissen, wie du agierst oder wie du am besten funktionierst. Das weißt nur du selbst. Und da ist mir irgendwann mal die Kraft ausgegangen, weil du investierst so viel Herz, so viel Kohle auch noch dazu, dass ich gesagt habe, es macht mir einfach so keinen Spaß mehr. Mhm. Ich muss was verändern im Leben. Und dann sind plötzlich Dinge reingekommen, wo ich diese Türe einfach zugemacht habe, öffnet sich ja immer eine andere und plötzlich ist gegangen bum, 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 bum. Und es haben sich, glaube ich, 5 andere weiteren Türen einfach geöffnet. Und jetzt sitzen wir da, ja, und ich denke mir, wow, wie wäre es gewesen, hätte ich das nicht schon viel früher gesagt. Mhm. Weil mittlerweile weiß ich, was die Leute meinen oder vor allem, sage ich jetzt einmal, ältere Personen, also nicht älter, sondern so weise Leute sagen, du musst dein Hobby zum Beruf machen. Du, erst wenn du Spaß hast an dem, kannst du wirklich auch Geld verdienen damit. Ich glaube, wenn du Freude an deinem Job hast, dann kann dir sowieso irgendjemand was sagen, wenn du, also an Kritik sagen, das wird dir egal sein, solange du Freude dran hast. Ja. Im Grunde, ja, das ist dir wurscht, weil du machst sowieso weiter. Hast du keine Freude daran, wirst du diese Kritik immer hernehmen und an dir zweifeln. Es ist so traurig, weil in der Musik habe ich das wirklich sehr an mich ranlassen. Also Kritikpunkte waren für mich, boah. Und ich komme aus dem Leistungssport, ja, und ich habe sehr viel Kritik einstecken müssen. Aber da hatte ich das Ziel, ich werde besser. Da habe ich das nicht so an mich ranlassen. Wenn es dann zu dieser emotionalen Seite kommt, ja, wo du psychisch natürlich viel instabiler bist. Ja, da gebe ich dir recht. Ich glaube aber auch, was du Sport und Musik ist ja doch wieder ein Unterschied, weil du im Sport kannst du dich quasi verbessern. Da geben sie dir auch die Chance, dass du besser wirst. Du kannst trainieren und das ist ein sichtlicher Erfolg. Bei der Musik kann man sagen, drohen sie dir ja oder sie spielen diese Karten von, ich habe es noch immer in der Hand, ob ich dich jetzt im Radio spiele oder nicht. Da kannst du noch so gut sein, sagt er, ich mag dich nicht, deswegen spüre ich dich nicht. Ja, so ist es. Und das ist doch ein Unterschied, finde ich, weil du kannst wahnsinnig gut sein, wenn er nicht möchte, dann werden sie dich auch nicht spielen. Das stimmt. Und ich habe dann für mich beschlossen, und da war ich jetzt dann noch mini, ja, ich habe für mich gesagt, okay, ich werde das anders machen. Mhm. Ich werde das jetzt nur für mich machen, ich werde mir was Eigenes kreieren und ich brauche keine Hilfe. Umso schöner ist es dann, wenn man älter ist und man kann zurückblicken und sagen, schau mal, was wir erschaffen haben. Mhm. Aber das war so ein Punkt mit, hey, ich kann einfach nicht mehr in der Musik. Und dann plötzlich, wie ich vorhin erwähnt habe, haben sich weitere Türen geöffnet und die bin ich dann einfach gegangen, ohne darüber nachzudenken. Und es sind mir gewisse Dinge, wie zum Beispiel die Sketches, die Comedy-Sketches, ja, eine Seite, die niemand gekannt hat von Virginia Ernst. Und nicht einmal ich. Ja, nicht einmal du, aber viele wussten ja auch nicht, dass ich Musik mache eigentlich. Ja. Und das macht mir so viel Spaß und das gibt mir so viel Kraft, auch wenn ein Video ist ja nicht so schnell gedreht. Ja, manche schon. Aber siehst du, allein, dass du sagst, dieses die Comedy oder das Social Media, in dem Fall halt die Sketches, so, damit wir es jetzt auch auf den Punkt haben, ja. sind dir halt passiert. Mhm. Da wirst du niemandem gerecht. Du hast es begonnen in Zeiten von Lockdown, Corona. Ja? Das heißt, du hast einfach einmal so Larifari im Grunde damit begonnen. Mit keiner Absicht dahinter. Habe ich jetzt auch noch gar nicht irgendwie. Das ist ein eben, aber das ist halt eben der Spaßfaktor. Und deswegen machst du es auch weiter. Mhm. Die Musik, musst du mal drüber nachdenken. Machst du es, weil es dir Spaß macht oder weil du irgendjemandem anderen gerecht werden willst? Zum Beispiel deinen Eltern. Ja, ich glaube, der Sprung jetzt mit der ersten deutschen Single war sicherlich sehr gewagt. Es ist auch ein komplett anderes Ich oder andere Virginia Ernste, die gezeigt wird. Und auch dieses Weitergehen im Deutschen ist für mich wahnsinnig schwierig zu konfrontieren. Aber auf der anderen Seite fällt es mir leichter, Wörter zu definieren und kann trotzdem meine Emotionen irgendwie so einbauen. Und es ist trotzdem so, dass die Musik
nach wie vor schlägt für mich. Und ich mache weiter in der Musik, keine Frage. Aber es ist nicht mehr dieser elendigste Druck da. Es ist einfach dieses, der Spaß, der dabei ist. Ich habe einfach andere Türen gefunden, die viel lustiger sind, ja, wie zum Beispiel diesen Podcast mit dir gemeinsam zu machen. Ja. Aber es ist nichtsdestotrotz ist es trotzdem so, dass man in der Social Media Welt ja doch auch einen Druck hat. Also es hat sich ja viel gebessert als vor, sage ich jetzt mal, 7 Jahren, wo alle Sixpack hatten und jeder musste diesem Trend nachgehen, weil jetzt zeigen ja schon welche auf und sagen, schaut her, so schaue ich aus nach dem Schlafen und nicht so wie die Beauty Queen daneben. Mhm. Ja. Und das finde ich toll. Ja, yes, du hast halt viele Filter und alles. Früher gab es halt die Magazine, die Zeitungen, wo du alles auch retuschieren konntest. Ja, da gab es halt diese Schönheitsidealien. Jetzt ist es das Social Media, wobei ich es gut finde, dass viele jetzt schon aufstehen und sagen, das ist die Realität und nicht das andere mit dem Filter und Schönheitswahn. Und das finde ich auch gut. Man muss halt auch irgendwie vorzeigen, wie es ist. Und trotzdem hat man, genauso wir hauen dort oder da mal über das Foto einen Filter drüber, ja, aber jetzt nicht von, was wir nicht machen, ist irgendwas retuschieren oder wegmachen. Und ich finde, das sollte man auch nicht, gerade bei den Kindern, dass wir sind die Vorbilder im Grunde für die nächsten Generationen. Hm. Und ich finde halt, viele machen es eh schon richtig. Ja, der Trend geht definitiv in eine richtige Richtung. Ja, weil früher absolut. Hast du den totalen Druck gehabt, dass eben dieser Schönheitswahn und Sixpack und du musst sportlich sein, abnehmen hin und her und jetzt steht man dazu, dass man runder ist. Ja, und ich finde das wunderschön, weil man muss sich ja nicht schämen für seinen Körper irgendwo. Ja. Und da machen schon sehr viele Jugendliche, also auch in unserer Generation, wir sind ja nicht mehr jugendlich, einfach diesen Trend. Und das finde ich so toll. Und es ist aber trotzdem natürlich ein gewisser Druck da. Also für mich jetzt, wenn ich jetzt als Content Creator irgendwo rede, ja, hast du natürlich immer einen Druck. Aber du musst diesen Druck umwandeln in was Positives. Mhm. Und natürlich gibt es einen negativen Druck auch, aber den versuche ich einfach wirklich gar nicht irgendwie zu beachten und einfach weiterzumachen, weil es mich einfach glücklich macht und was mich glücklich macht. Ja, da sind wir auf jeden Fall auf eine richtige Richtung, was Social Media, finde ich, angeht. Also es wird besser, wir haben es in der Hand, um das halt auch zu ändern. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es nach wie vor einen wahnsinnigen Leistungsdruck gibt. Wird es auch immer geben. Es ist nur eine Frage der Sache, wie gehst du damit um und wie kannst du entgegenwirken? Ja, aber es ist halt, finde ich auch, du hast, stell dir jetzt vor, du bist angestellt in einer großen Firma und du hast dort den Leistungsdruck, deine Leistung dort auch abzuliefern. Man erwartet das von dir. Du kannst dir nicht leisten, quasi krank zu sein, weil sonst kriegst du sofort wieder einer auf den Deckel. Es fehlen vielleicht auch Mitarbeiter. Es ist alles unterbesetzt. Das Unternehmen will keine Mitarbeiter einstellen. Ich meine, eigentlich müsstest du dann sagen, stopp, aus, ich kann nicht mehr. Eigentlich schon, ja. Eigentlich müsstest du dann hergehen, weil wenn du den Job wirklich liebst, ja, weil dann musst du den Job ja wirklich lieben, wenn du das machst, ja, musst du hergehen und was verändern. Weil das betrifft ja nur nicht dich, sondern viele andere Mitarbeiter auch. Im Grunde, solange du Ja und Amen dazu sagst, ja, gibst du dem nach. Mhm. Gibst ihm quasi keinen Grund, neue Mitarbeiter einzustellen. Mhm. So sehe ich das halt einfach auch. Ja. Na, aber man muss, Entschuldigung. Du als Nummer in diesem Unternehmen im Grunde wirst kaum was verändern können, solange du nicht sagst, okay, tschüss mit dir. Ja, das stimmt. Ja, auch wenn dir dieser Job wahnsinnig viel Spaß macht, aber entweder schaust du auf dich oder du schaust auf die anderen und da finde ich trotzdem,
dass es wichtiger ist, auf sich selbst zu schauen. Du bist dir selbst immer am nächsten. Ja. Und du musst immer schauen, dass es dir selber einfach am besten geht, weil erst dann kannst. Es dankt dir keiner. Es dankt dir keiner, dass du Überstunden machst, dass du den Job XY länger ausgeführt hast, ja, vielleicht mehr Arbeit reingesteckt hast als erwartet. Es wird dir kaum jemand sagen, boah, an dich werde ich mich erinnern, ja, danke. Ja. Wenn du weg bist, bist du weg und du wirst ersetzt. Hm. So ist es halt einfach. Und das habe ich auch. Das ist beinhart, wie du das jetzt. Ja, es ist beinhart. Ich habe diese Erfahrungen auch gemacht, ja. Hm. Und habe auch lange gebraucht, dass ich auf mich höre und schaue und sage: aus, nein, ich bin, Entschuldigung, nicht der Trottel vom Dienst im Endeffekt. Hm. Weil immer nur um das gleiche Budget auch zu arbeiten. Keine Gehaltserhöhung zu bekommen für die Mehrleistung, die du eigentlich tust. Hm. Und wenn ich gehe, ist es auch in Ordnung für die, weil du bist immer ersetzbar. Und das finde ich eigentlich so traurig. Deswegen, ja. Einfach schauen, was auch wirklich einen glücklich macht. Wenn es jetzt quasi nicht in diesem Job oder in diesem Unternehmen vielleicht gewertschätzt wird. Vielleicht ist es aber in einem anderen Unternehmen anders. Ja. Einfach einmal. Aber wie viele gibt es davon wirklich? Also gerade. Es gehört auch natürlich ein bisschen Mut dazu. Mhm. Aber Mut ist das A und O, das sich weiterbringt. Ich glaube, man muss mutig sein im Leben, um gewisse Dinge auch erreichen zu wollen. Du hast halt leider Gottes immer im Hinterkopf, ich muss ja trotzdem meine Rechnungen zahlen. Ich muss ja trotzdem überleben können. Und deswegen, glaube ich, hält es dich so auch immer davon ab, zu sagen, ich gehe jetzt. Es ist halt so, man ist so im Zwiespalt. Zum einen sage ich manchmal, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, so ungefähr. Ja. Ja. Meine Eltern haben mir immer gesagt, es wird was Besseres kommen. Mhm. Wenn es das nicht ist, dann wird was Besseres kommen. Kommt es auch immer. Ja. Man muss nur die Augen offen halten. Das ist Man es muss es so. Zulassen auch. Man muss es zulassen, aber man muss einmal die eine Türe schließen, dass ich eine öffnen andere kann. Öffnen kann, ja. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass man nicht auch ins Burnout rennt. Mhm. Einfach einmal eine Türe zuzumachen, die vielleicht dazu führen könnte, ins Burnout zu laufen, sondern einfach zu sagen, gut, dann mag ich jetzt nicht mehr weitermachen. Ich gehe jetzt eine andere Türe und die macht mich zum Beispiel extrem glücklich. Aber das kannst du auf alle Situationen im Leben. Auf alles. Beziehungen. Genauso. Es wird dir erst der richtige Partner entgegenkommen, wenn du mit dem Ex-Partner oder Partnerin die Türe zugemacht hast. Mhm. Es wird sich davor nichts was anderes ergeben. So wie bei uns. So wie bei uns. Ja, also wir sind eigentlich komplett aus der Beziehung in die nächste Beziehung gesprungen, ja. Aber wir haben die damit andere, abgeschlossen, ja, genau. Gehabt. Wir haben beide gesagt, so aus, nein. Ja. Aber wenn immer noch so dieses Fünkchen Hoffnung besteht, ist natürlich, da ist die Türe nicht zu. Mhm. Und es ist genauso wie mit mir bei der Musik. Ich habe die Türe, ich habe sie zwar nicht verschlossen, ja, zur Musik. Ich habe nur einfach gesagt, gut, ich mache das jetzt einfach nicht so weiter wie früher. Mhm. Ich werde was verändern. Und plötzlich haben sich wunderbare Dinge ergeben. Und das war eine Entscheidung, die ich für mich selbst getroffen habe. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Leute, die einfach nicht wissen, wohin einmal zu schauen, welche Türe kann ich oder tut mir nicht gut, die ich zumachen kann, dass ich endlich eine andere Türe öffnen kann. Mhm. Also, Fazit aus der Folge. Ich warte eigentlich, dass du was sagst. Ich soll was sagen? Ja, nein. Ich habe jetzt die ganze Zeit zu viel geredet. Ja. Ich könnte über dieses Thema noch länger reden. Ja, weil es so viele Themen dazu einfach auch gibt. Und ich finde auch gerade als, auch bei Eltern, ich weiß nicht, dieses, für mich ist es halt gerade dieses Mama-Sein. Ja. Ja, einfach, man darf sehr wohl sagen, ich kann nicht mehr. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass jeder sein eigenes Limit hat und damit anders umgeht. Auch wenn es für andere schwer zu verstehen ist, jeder ist individuell. So ist es. Und einzigartig. Ja. So und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass der eine halt den Pegel länger halten kann und der andere eben nicht so lange, was aber nicht falsch ist. Man darf sich nicht vergleichen.
Absolut nicht. Also, und das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Ja. Also, wenn man nicht mehr kann, einfach sagen, hallo, bitte, ich möchte auch was verändern. Wichtig ist, dass man es einmal vielleicht auch erkennt. Ja. Und einfach dann verändert, bewusst verändert, weil sonst wird sich nichts tun. Also Fazit aus der Folge, so wie am Anfang. Es ist okay, wenn man um Hilfe bittet. Mhm. Es ist vollkommen okay und da braucht man sich jetzt auch nicht genieren. Das macht jeder, auch wenn es einmal zu viel wird, auch wenn es eine Mama ist, die Kinder wollte, aber trotzdem dann sagt, es ist jetzt einfach mal zu viel. Es ist zu viel, man hat einfach körperlich als auch psychisch von jeglichen Sachen zu viel. Also es ist vollkommen in Ordnung. So ist es. Und wir könnten wahrscheinlich Stunden weiter reden. Vielleicht gibt es noch eine weitere Folge davon. Wir schauen einmal. Aber wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Bedenken, ihr könnt gerne uns schreiben. Es gibt eine Mailadresse bei Spotify. Es gibt aber auch unsere Social-Media-Kanäle. Da könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören heute und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe.